Während ich den nächsten Redner vorstelle, baut der sein Setting auf. Und zwar haben wir heute an und für sich noch einen Redner am Programm, und zwar Tom Lohninger. Tom Lohninger ist Geschäftsführer des AK Vorrat und Campaigner von safeinternet.eu. Wie? Sorry? Save the Internet EU. Nicht irgendein Internet, sondern das Internet. Und er hat bis zuletzt an seinen Folien für heute gearbeitet. Und es gibt auch nicht nur ein Thema, sondern zwei. Und zwar aufgrund der aktuellen Situation in Österreich. Wir hatten ja diese Woche das Staatsschutzgesetz im Innenausschuss. Und aus diesem aktuellen Anlass haben wir nicht nur die Netzneutralität am Programm, sondern auch das Staatsschutzgesetz. Und wir beginnen aber mit der Netzneutralität. Und da wurde ja Anfang Oktober eine EU-Verordnung zum Telekommunikationsmarkt erlassen. Und in der wird geregelt, wie es mit der Netzneutralität in Europa weitergeht oder auch nicht, weil es ist sehr viel offen gelassen worden. Wie es denn jetzt weitergeht, erzählt uns jetzt Tom, der vielleicht fertig ist. Ja. Passt. Perfekt. Leg los. Gut. Hört ihr mich? Ja, wunderbar. Sogar ein bisschen laut. Wow, toll, dass immer noch so viele Leute da sind. Das ist wirklich zumindest mal ein großer Erfolg für die Veranstaltung. Das freut mich sehr. Ja, ihr leidet heute ein bisschen mit mir, weil ich habe zwei Themen, die eigentlich viel mehr Zeit verdient haben, in einem Slot. So wie ich auch diese zwei Themen in ein Leben und einen Aktivismus pressen muss. Wir fangen an mit der Netzneutralität, weil die auch angekündigt war. Also, ganz kurz, Netzneutralität lässt sich übersetzen mit zwei Prinzipien. Einerseits der Unteilbarkeit des Internets, sprich, dass wir hier ein globales, neutrales Internet haben, ein globales Medium, das alle Daten gleich behandelt und in dem nach dem Ende-zu-Ende-Prinzip ich von überall jeden Punkt in diesem Netzwerk zu jeden anderen Punkt in diesem Netzwerk eine Verbindung aufbauen kann. Also anders als im klassischen Telefonnetz, wo ich Sender und Empfänger habe, hier sind alle gleichberechtigt. Und der zweite Punkt ist die Chancengleichheit, auch technisch übersetzt in Best Effort. Sprich, diese Infrastruktur ist dumm, sie ist neutral. Dem Netz ist egal, ob diese Daten jetzt wichtig, zeitkritisch, legal, illegal sind, alles scheißegal. Alles wird gleichberechtigt übertragen. Das Netz ist applikationsagnostisch. Also Lawrence Lessig sagt das so schön, es ist wie ein tagträumender Postler, der einfach nur die Briefe ausliefert und sich keine Gedanken darüber macht. So ist es auch hier und das ergibt dann in der Konsequenz dieses bunte, verrückte, chaotische Netz, wie wir es kennen, das so wunderbar dezentral ist und so viel Innovation erlaubt. Wieso erlaubt das Innovation? Weil ich heute was erfinden kann, das heute auch schon auf diesem globalen Internet laufen kann, ohne dass ich irgendjemanden fragen muss, ob das okay oder legal oder genehmigt ist. Und ganz wichtig, es kann sich dieser Infrastruktur neutral bedienen. Mir ist scheißegal, von wo aus ein Mensch diesen Dienst, den ich gerade ins Netz gestellt habe, versucht zu beziehen. Er kann dies neutral tun und es hängt einfach nur daran, wie groß meine Leitung ist oder wie dick die Leitung ist von meinem Provider zu dem Provider, wo dieser andere Endknoten sitzt, dieser Mensch sitzt, der meinen Dienst nutzen will. Aber es ist eine recht lineare Kurve. Ich muss mit deren Provider, mit dessen Provider keine Verhandlungen aufbauen. Ich muss jetzt nicht irgendwie zu der Telekom gehen und sagen, bitte, bitte, gibt mir einen Dienst, der genauso gut ist wie der von meinen Konkurrenten. Das heißt, Netzneutralität ist im Kern auch Diskriminierungsschutz. Vor allem, wenn wir Netzneutralität rechtlich festlegen wollen, wie das in den USA schon passiert ist, auf eine sehr gute Art und Weise. In anderen Ländern der Welt, wie Chile, Kanada, Norwegen zum Teil und in Europa eben, naja, so halb, aber da kommen wir dazu. Zu den Prinzipien noch, es gibt zwei Arten, wie man denn diskriminieren kann im Internet. Das eine ist technisch, indem manche Pakete schneller oder langsamer sind als andere. Sprich, wenn ein Provider da bewusst eine Unterscheidung macht, dass er zum Beispiel eigene Dienste priorisiert, eigene Telefonie priorisiert, andere Dienste, man nehme mal zum Beispiel File-Sharing, drosselt oder Videostreaming, drosselt wir hier in diesem Fall von Netflix bei Comcast. Die zweite und genauso wichtige Form Diskriminierung ist die ökonomische. Das bedeutet,
manche Datenpakete sind teurer als andere. Praktisch heißt das, dass ich zu viel Spotify bei Hutchinson 3 nutzen kann hier in Österreich, wie ich will. Aber wenn ich zu dieser gehen will oder vielleicht zu irgendeinem Creative Commons Musikstreamer, habe ich diesen Vorteil nicht. Und wenn ich jetzt kein großes Datenvolumen habe, kann das schon den Unterschied machen, ob ich überhaupt Musikstreaming nutzen kann oder nicht. Also hier wird massiv eigentlich in unsere Wahlfreiheit eingegriffen. Wir sehen das auch, also ungefähr seit 3 bis 5 Jahren, je nachdem welches Land man sich hier nimmt, gibt es solche Musikstreaming-Zero-Rating-Deals. Und zwar sind da in Europa vor allem Spotify und Deezer diejenigen, die solche exklusiven Partnerschaften anstreben. Und inzwischen hat sich der ganze Musikstreaming-Markt so weit konsolidiert, dass nur noch diese beiden übrig sind. Also neben Deezer und Spotify gibt es fast keine Konkurrenten mehr, weil die sich eben immer diese Pole-Position bei den Mobilfunkern gesichert haben und dadurch halt ein unvergleichbar gutes Angebot stellen konnten, was dieser Mann hier, Jan Trijanov, der CEO von Drei, wunderbar findet. Und ich finde das so toll, weil wenn Mobilfunker so ehrlich sind, ja, also damals der Amitsreiter, der sagte so, we own the infrastructure, we decide who uses it. Und jetzt auch hier der Drei-Chef, der sagt, Spezialdienste werden in Zukunft wichtige Komponenten für Wettbewerb sein. Da hat er recht. So wie er sich Spezialdienste vorstellt, ist das eine enorm wichtige Komponente für den Wettbewerb. Weil ich dann, wenn ich als Spezialdienst bei Drei laufe, einen wunderbaren Vorteil habe gegenüber allen meinen Konkurrenten. Ich bin schneller, ich bin wahrscheinlich gezero-rated, ich bin in der Produktpalette, wenn ich einen Drei-Tarif abschließe, habe ich das Häkchen, jetzt diesen Dienst dazuzunehmen. Ich bin in einer wunderbaren Pole-Position und ja, das hat enorme Auswüchse auf den Wettbewerb. Und A ist hier der Gatekeeper. Drei kann entscheiden, wer diesen Vorteil bekommt und wer nicht. Und die Produktgestaltung wird eine kreative sein. Damit man das machen kann, technisch diskriminieren, ökonomisch diskriminieren oder beides zusammen als Spezialdienst, braucht man künstliche Verknappung. Wenn alle Daten schnell genug durch die Leitung fließen, wenn ich 4K-Videos im Mobilfunk nutzen kann, brauche ich keine Priorisierung. Wenn ich sowieso eine Flatrate habe oder ein Terabyte-Volumen, brauche ich auch kein Zero-Rating. Sowas funktioniert immer nur, solange ich eine Verknappung habe. Solange es vor allem für das Unternehmen, das sich diesen Vorteil kaufen will, auch wirtschaftlich Sinn macht, einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben, der monetär ist, der aufgewogen in das, was ich hier an Zugangsentgelt zahle, irgendwie für mich ökonomisch Sinn macht. Und umgekehrt für den Provider bedeutet das, wenn mir jetzt schon irgendwie andere Dienste dafür zahlen, dass sie in meinem verknappten Netzwerk mit den zu wenigen Volumen und zu wenigen Geschwindigkeiten dann trotzdem noch funktionieren, ist irgendwie schade. Weißt du, jetzt ist das Netz so irgendwie knapp am Knarzen schon und ich könnte jetzt ausbauen, das kostet viel Geld oder ich verdiene noch etwas dadurch, dass ich diese Verknappung aufrechterhalte oder vielleicht auch noch extra erzeuge. Das sind so die Grundprobleme. Und das ist auch ein Zitat. Also zuerst mal dieses wunderbare Bild ist vom Andi, der auch irgendwo hier ist wahrscheinlich. Er ist das künstlerische Genie, das hier gemacht hat für das ursprüngliche Safety Internet. Und das passt so gut zu dem, was auch Herr Hönicke, der CEO von der Deutschen Telekom, vor einigen Wochen gesagt hat. Er hat nämlich auch Spezialdienste angeboten für wenige Prozent Umsatzbeteiligung. Er hat da explizit gesagt, Startups verlangen nach Spezialdiensten, die wollen bezahlte Überholspuren haben und wir bieten das denen an, das kostet nur wenige Prozent Umsatzbeteiligung. Was natürlich super ist, wenn ich als Startup dann vielleicht in 30 Ländern mit grob wahrscheinlich 300, 400 Providern meinen Dienst anbieten will, muss ich nur 400 Mal wenige Prozent Umsatzbeteiligung abdrücken, damit ich diese Spezialdienste bekomme. Also das Modell hat wirklich Zukunft. Worum geht es ins Kern, bevor wir jetzt wirklich zur konkreten politischen Situation kommen? Das Internet, so wie wir es heute haben, ist ein universelles Netzwerk. Es erlaubt uns, alles darüber zu senden und zu empfangen, zu erfinden und zu teilen, was wir uns vorstellen können. So wie der Computer die universelle Maschine ist. Und diese Kombination aus den beiden Dingen hat uns diese Vielfalt gebracht. Jetzt stehen wir gerade an der Verhandlungssituation, ob wir diese Universalität im Netzwerk aufrechterhalten können oder ob wir abdriften in spezialisierte Netze, in eine spezialisierte Technologie, die nicht mehr offen und schichtbasiert ist, nicht mehr eine
Architektur hast, die jederzeit modular austauschbar ist, wo wir einfach heute Internet kaufen und nicht wissen, wofür wir das übermorgen verwenden werden, ob wir das behalten, vor allem auch als Gesellschaft behalten, oder ob das, es wird nicht weggehen, aber es wird teuer werden. Es wird so sein, dass Leute, die sich heute vielleicht eher nur das Prepaid-Handy leisten können, dann halt nur das Internet.org, Facebook, Google Internetpaket haben mit ein paar ausgewählten Diensten und darüber hinaus gibt es halt nichts. Der Rest ist zero-rated. Also das ist so eher das Problem. Eben diese Unteilbarkeit, die ich ganz am Anfang hatte, das ist das wirklich, was zuerst verloren gehen wird. Weil wenn wir die Universalität des Internets zu einer Einkommensfrage kommen lassen, dann wird sich definitiv was verändern in der Art, wie wir dieses Medium nutzen. Man denkt sich nur irgendwie, jemand will in der Schule, eine Lehrerin will Internet verwenden und es ist auf einmal nicht gleich, welchen Internetanschluss die Leute zu Hause haben. Soviel zu all den tollen Argumenten und Grundlagen, jetzt zur Realität in Europa. Die Telekom Single Market Regulation wurde im September 2013 vorgestellt. Ich arbeite seitdem dran. Anders als die Datenschutz, also ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung, von der Andreas vorher gesprochen hat, ist auch das hier eine Regulierung, sprich direkt anwendbar in allen 28 Mitgliedstaaten und muss nicht zuerst übersetzt werden in nationales Recht. Im europäischen Gesetzgebungsprozess, so schaut der ungefähr aus, wir sind eh schon am Ende, ich zeige euch nur irgendwie, wir haben uns da eingebracht, wo wir nur irgendwie konnten, auf all diesen Ebenen und sind am 27. Oktober auf so ungefähr 65% von dem bekommen, was wir uns gewünscht hätten. In dem letzten Anlauf mit dem gelben Safety Internet, was ihr hier seht, haben wir versucht, Änderungsanträge zu dem Trilogue Agreement durchzubekommen und sind gescheitert. In zweiter Lesung haben wir keine absolute Mehrheit für unsere Änderungsanträge bekommen. Deswegen ist das, was im Trilog ausverhandelt wurde, jetzt Gesetz in ganz Europa, wurde auch schon publiziert und ist ab April 2016 in Kraft und geltendes Recht. Nun ist es aber so, wir sind hier im Telekom-Bereich und auch wieder parallel zu dem, was Andreas gesagt hat, gibt es auch hier Regulierungsbehörden, die das Ganze dann auch umsetzen. Und auch wenn das Gesetz jetzt ausformuliert ist, gibt es immer noch Spielraum. Das heißt, für uns, wir werden weiterkämpfen. Nur die Spielregeln haben sich jetzt verändert. Wir sind weg vom legislativen Prozess und hin zu den Regulierungsbehörden. BEREC, Body of European Regulators of Electronic Communications, also die europäischen Regulierungsbehörden für Telekommunikation, werden sich in den nächsten 9 Monaten zusammensetzen und Guidelines schreiben, die diesem Gesetz wirklich Bedeutung geben. Wir haben nämlich ein grundlegendes Problem. Wenn man das Gesetz so hernimmt, wie es jetzt vorliegt, das kann man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen lesen. Man kann das nämlich so lesen, wie es der Herr Trianov oder der Hönecke wollen, dass Spotify ein Spezialdienst sein kann, dass man Zero-Rating machen kann, dass man irgendwie im Traffic-Management extrem viel eingreifen kann darin, was die User noch tun dürfen oder was nicht. Man kann es aber auch so lesen, dieses Gesetz, wie wir das wollen, dass man sagt, nein, Spezialdienste dürfen nur solche Dienste sein, die übers normale Internet technisch gar nicht möglich sind. Und nein, Zero-Rating geht gar nicht, weil das greift in die Rechte der User ein. Die Politik hat sich auf eine mehrdeutige Verordnung geeinigt. Und am Ende, das sagt inzwischen auch schon die Rechtsabteilung von der RTR, von der Regulierungsbehörde hier in Österreich, wird das Ganze vom EuGH landen. Also die Politik hat sich dazu entschieden, nicht zu entscheiden, deswegen sind jetzt die nicht gewählten Regulierungsbehörden und in der Konsequenz in 3 bis 5 Jahren die Gerichte am Zug. Also das Gesetz wird definitiv vom EuGH landen, das verspreche ich jetzt schon. Trotzdem, jetzt 9 Monate haben wir noch Zeit, um in dieser regulatorischen Ebene noch was zu verändern. Dafür haben wir ein neues Safety Internet in den Startlöchern. Wir kämpfen hart, um das noch dieses Jahr online zu bekommen. Und wir machen hier die Konsultation, die BEREC eigentlich machen sollte. Dazu später. Der Zeitplan, wie gesagt, das Ganze wurde am 27.10. in Straßburg beschlossen. Dann wurde es jetzt auch schon publiziert. Und es gibt, das ist auch wunderbar, ihr müsst euch vorstellen, wenn Regulierungsbehörden Netzneutralitätsgesetze machen, in den USA haben 4 Millionen Menschen da Konsultationen eingebracht. Also die haben sich zu Wort gemeldet. Es gab hunderte Demonstrationen in den USA, um dieses Gesetz zu begleiten. In Indien sind 1 Million Kommentare eingegangen in der dortigen Konsultation. Und bei uns ist es so, es gibt genau ein Hearing, 3 Stunden, mit 6 Organisationen. Und dann wird das komplette Papier geschrieben,
abgestimmt, alle sind sich einig, das ist das Papier, und dann macht man eine Konsultation im Juni und die dauert 20 Tage und ist kurz vor den Sommerferien. Also das ist so richtig Bürgerpartizipation nach Oettinger und das ist der Prozess, den wir hier vor uns haben. Deswegen auch die Tagline vom Save the Internet, wir machen hier die Konsultation, die BEREC eigentlich tun sollte. Wir merken auch hier, es ist wunderbar, das Gesetz ist in Kraft und erst dann kommen die einheitlichen Guidelines. Also es ist wirklich ein wunderbar designter Prozess. Ich bin schon über der Zeit, ich mache das jetzt ganz kurz. Es gibt 4 Themenbereiche, um die wir uns da kümmern müssen. Spezialdienste, wisst ihr wahrscheinlich, was ihr seid. Spezialdienste könnt ihr im Kopf übersetzen wie Netzneutralitätsverletzungen. Das kürzt das Ganze recht gut ab. Traffic Management, also all das, was man tun darf, wenn es eigentlich darum geht, nur das Netzwerk so zu managen, dass es funktioniert. Hauptsächlich eben Datenstau. Zero Rating, also ökonomische Diskriminierung. Und Congestion Management, was konkreter eben diese Datenstaus meint. Jetzt hätte ich auch noch ein wunderschönes Video von Paul Rübig, der sich wirklich wunderschön blamiert, aber dafür haben wir keine Zeit, das können wir vielleicht später noch machen. Aber wirklich, ich schicke euch den Link, es ist wirklich göttlich. So viel mal zur Netzneutralität. Ich habe angekündigt, es muss schnell gehen und jetzt zu etwas komplett anderem, nämlich zum Staatsschutzgesetz und zum kleinen Österreich. Ja, das muss das Motto gewesen sein im Innenministerium. Niemand hat die Absicht, einen Inlandsgeheimdienst einzurichten. Es heißt ja offiziell auch polizeiliches Staatsschutzgesetz. Ich habe so das Gefühl, sie haben extra nochmal das polizeilich dazu geschrieben, damit ja keiner auf die Idee kommt, dass es ein Geheimdienst sein könnte. Nein, also Staatsschutz kann nicht sein. Nein. Der Staatsschutzgesetz, ich glaube, alle haben es irgendwie aus den Medien in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, ist ein Gesetzesvorschlag aus dem Innenministerium, der dieser Behörde, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, neue Kompetenzen gibt, diese Kompetenzen gleichzeitig auch allen anderen Polizisten wegnimmt. Also es gibt dann ein Gesetzbuch für diese Behörde, für den neuen Geheimdienst, und ein Gesetzbuch für alle anderen, also zwei im Grunde, die Strafprozessverordnung und das Sicherheitspolizeigesetz. Dieses Gesetz hat einige Tücken. Im Grunde die zwei Menschen hier wollen es haben. Es geht eben darum, dass der Mensch hier links ist der Peter Griedling, der Chef des Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, und die Innenministerin kennt ihr. Er ist dann der Chef einer neuen, jetzt auch zentralisierten Inlandsgeheimdienstbehörde, die Möglichkeit hat, mehr oder weniger auf alle Daten zuzugreifen, die irgendwie in Österreich gespeichert werden. Also das heißt, der kann zu jeder Firma gehen und alle Daten besorgen, die er will. Auch zu jeder Behörde gehen, nicht mal Amtsgeheimnis. Das heilige Amtsgeheimnis ist auch kein Grund, dem Staatsschutz die Auskunft zu verwehren. All diese Daten können für bis zu 6 Jahre gespeichert werden. Es ist explizit ein Datenaustausch mit anderen Geheimdiensten, sprich NSA, drin vorgesehen. Es gibt bezahlte staatliche Spitzel, also V-Leute, Vertrauenspersonen. Das Ganze ist an vielen Stellen schon kritisiert worden, darauf kommen wir noch. Die Behörde, um die es hier eigentlich geht, die kennt man zum Beispiel, wenn ihr euch noch an den Tierschützerprozess erinnert. Ich glaube, als das MetaLab das letzte Mal so voll war, saß hier Martin Balloch mit seinem Hund und hat uns von diesem Prozess erzählt. Es ist ein bisschen bezeichnend, dass es jetzt wieder so gekommen ist. Und eben diese Behörde war auch dafür verantwortlich, dass diese Ermittlungen so rigoros betrieben wurden, eben auch mit Polizeispitzeln damals noch, wie sie passiert sind. Dieses Gesetz wurde von vielen Seiten kritisiert und die Liste der KritikerInnen liest sich wirklich bemerkenswert. Also wenn es mal irgendwas gibt, wo sich Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, die katholische und die evangelische Kirche, die Gewerkschaften, der Rechnungshof, die Arbeiterkammer, der Datenschutzrat, private Personen, Amnesty, AK-Vorrat, auch der eigene Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts und die ISPA, die auch da ist, alle mal einig sind, dass das so eigentlich nicht gehen kann, sollte das einem zu denken geben. Der im AK-Vorrat hat es auch zu denken gegeben. Wir haben uns von Anfang an eingemischt in diesen Prozess. Wir haben 2 Wochen, nachdem das Gesetz online ging, also die Konsultation begann und wir den Gesetzestext vor uns liegen haben, eine 80-seitige Stellungnahme geschrieben, also 79 Seiten waren es, in der wir wirklich jedes Detail dieses Gesetzes auf Herz und Nieren geprüft haben. Die haben wir auch anders, als das üblich ist, nicht erst zum letzten Stichtag eingereicht, sondern wirklich schon so rechtzeitig, dass alle noch von uns abschreiben konnten, was auch viele getan haben.
Wir haben auch eine zweite Stellungnahme geschrieben zu der Regierungsvorlage und uns eigentlich seitdem die ganze Zeit in diesen Prozess eingebracht. Wir haben allen 183 Abgeordneten einen Brief geschickt mit unseren Stellungnahmen, mit einer Policy Brief, mit Stickern, mit Informationsbroschüren, um da eben möglichst viel Bewusstsein zu schaffen, damit niemand auch die Ausrede hat, er hätte nicht von uns gehört. Wir hatten mehrere reaktive Aktionen, jetzt kommt eine Serie netter Bilder. Wir haben der Innenministerin pünktlich zur Zeugnisverteilung einen Fünfer in Staatsbürgerkunde gegeben, wegen diesem Gesetz. Wir hatten eine Unmenge an Demos, hier zum Beispiel in Linz, das Landesamt für Bespitzelung, da wurde das Landhaus umbenannt. In Innsbruck hat man wunderbare Stencils gemacht. Auch wieder in Linz gab es zwei und mehrere Demos. In Graz hat man auch wieder was mit Stenzeln und mehreren Stadtverschönerungsmaßnahmen getan. Piratenpartei und oder Anonymous, ich bin mir nicht sicher, hat auch was gemacht. Die Piratenpartei, diese geniale Aktion, dafür muss man ihr auch nochmal gratulieren, die YouPorn und die Medien zu hacken mit Johanna möchte dir zuschauen. Das hat, glaube ich, viel gute Aufmerksamkeit gebracht. Wir haben eher die andere Schiene gewählt. Wir haben im Semperdepot eine Diskussionsveranstaltung gemacht mit den Sicherheitssprechern aller Parlamentsparteien. Also wir hatten die Sicherheitssprecher von FPÖ, Grünen, NEOS da vor Ort. Und für die SPÖ ist zumindest der Justizsprecher Hannes Jarolim gekommen. Alle waren dagegen. Der Einzige, der dafür war und das Gesetz vertreten, verteidigt hat, war der Vertreter des Innenministeriums. Der hatte eine harte Zeit, auch bei unserem Publikum. Und das war auch der erste Punkt, wo sich viele dieser Parteien zum ersten Mal öffentlich geäußert haben zu diesem Gesetz. Deswegen haben wir die Veranstaltung gemacht. Weil wir hatten öffentliche Meinung, wir hatten Medienberichte, aber die FPÖ hat es bis dahin vermieden gehabt, sich öffentlich zu positionieren. Und auch die SPÖ war erst ab diesem Zeitpunkt öffentlich eingemauert mit, okay, gut, wir haben hier schon viel Bauchweh und einige in der Partei wollen das Gesetz so nicht haben. Wir haben natürlich weiter Protest gemacht, Volksstimmenfest hatten wir ein Überwachungsdosenschießen. Das hat auch toll funktioniert. Auf der Marienhilfestraße gab es einige Protestaktionen und als wie zu erwarten leider nach den Anschlägen von Paris, dieser Terroranschlag für politisches Kleingeld missbraucht wurde, um auch hier wieder Druck auf das Staatsschutzgesetz zu machen, auch wenn das eben erst im Juli 2016 jemals in Kraft treten würde und auch gerade aufgrund der Erkenntnisse von Frankreich gar nicht der richtige Ansatz ist, weil den Heuberg größer zu machen hilft uns nichts. Frankreich hatte eine 12-monatige Vorratsdatenspeicherung. Und das Ganze, also die Anschläge von Paris, haben aber hier wieder Bewegung reingebracht. Und obwohl es schon Äußerungen gab, dass das Staatsschutzgesetz nur mit parlamentarischer Kontrolle kommt, also man hat gesagt, so, okay, wir drücken hier auf die Tube, wir brauchen dieses Gesetz wirklich, jetzt dann bald und schnell und dringend, aber wir machen parlamentarische Kontrolle. Das heißt, dieser Inlandsgeheimdienst, der kommt nur, wenn das Parlament ihn kontrollieren kann und ein Gegengewicht ist. Das war so irgendwie on record die Aussage von ÖVP und SPÖ-Club-Obmännern. Und dann gab es einen wirklich tollen Medienkuh. Letzten Sonntag eine kurzfristig angekündigte Pressekonferenz im kleinen Kreis. Man sieht hier auch, die zwei Herren hier tragen auch ausnahmsweise gar keine Krawatten. Pressekonferenz, wie gesagt, nur invite only. Es gab keine schriftliche Unterlage. Aber die haben es wirklich gut geschafft, ein Narrative zu setzen. Nämlich, wir haben jetzt hier dem Gesetz alle Giftzähne gezogen. Übrigens, nein, wir haben keine schriftliche Unterlage, ihr glaubt uns das jetzt mal einfach. Und es wurde auch geglaubt, es gab zwei Abmeldungen, die dann von allen abgeschrieben wurden. Und es sah am Sonntag noch so aus, dass dieses Gesetz jetzt vergangenen Dienstag im Innenausschuss beschlossen wird. Und zwar mit ganz komischen Änderungsanträgen, die wir lange Zeit nicht hatten. Montag haben wir uns dann gedacht, also Montagabend, okay, wir machen jetzt was und wir haben eh noch diese Idee herumliegen, es gibt da doch diese drei Republiksgründer, wir gehen jetzt einfach mal um 10 Uhr abends vors Parlament und machen da irgendwie drei Affen draus, der sieht jetzt nichts, der hört jetzt nichts und der sagt jetzt nichts, weil wirklich zuschauen kann man da eh nicht, was hier gerade passiert. In die Heute haben wir es geschafft damit, das fand ich eigentlich recht cool und auch Social Media mäßig ein Zeichen. Das war jetzt natürlich nicht der Grund.
wieso dann das passiert ist. Aber in dem Ausschuss am Dienstag wurde dieses Gesetz lustigerweise nicht beschlossen. Die Änderungsanträge hatten wir inzwischen seit Mittwochmittag. Die Änderungsanträge hatten überhaupt nichts mit dem zu tun, was medial kolportiert wurde. Die Änderungsanträge haben großteils eigentlich nur drei Dinge geändert. Also es wurde irgendwie, statt 10 Inlandsgeheimdiensten gibt es nur noch einen. Die Durchlaufstelle wird zukünftig verwendet und es ist jetzt nicht mehr, man hat das Wort Ideologie, man hat das Wort Weltanschauung mit Ideologie. Was lustig ist, weil diese Wörter sind Synonyme. Für den Herrn Schieder war das aber dann trotzdem der Grund zu sagen, aber jetzt sind die Tierschützer aus dem Anwendungsbereich draußen. Es war eben toll, die haben es medial wirklich geschafft, hier etwas zu verkaufen, was sich so gar nicht wiederfindet. Und das Zitat von dem Clubobmann der ÖVP war auch, ja, glauben Sie nicht immer alles, was in den Zeitungen steht. Parlamentskorrespondenz, auch wiederum ein wunderbares Zeichen österreichischer Realsatire. Das neue Staatsschutzgesetz nähert sich der Zielgerade. Nach mehrmonatigem Tauziehen hat der Innenausschuss des Nationalrats heute die Beratungen über den im Juli vorgelegten Regierungsentwurf aufgenommen. Also noch einmal, wir haben hier eigentlich so diese Konstruktion im Staat, dass die Regierung Gesetze vorschlägt und dann das Parlament darüber verhandelt und die vielleicht auch verändert und dann am Ende erst beschließt. Die Innenministerin hat sich das anders vorgestellt. Die hat sich gedacht, sie gibt das Gesetz hier oben rein. Dann wird das innerhalb von wirklich 2 Wochen, war ursprünglich der Zeitplan, abgesegnet und dann haben wir ein fertiges Gesetz und 9 Inlandsgeheimdienste. Das ist nicht so passiert. Also das Parlament hat sich hier wirklich auf die Hinterbeine gestellt. Wahrscheinlich auch, weil es so viel Protest gab von allen Teilen der Gesellschaft. Und wir haben das Gesetz jetzt schon 3-mal verzögert. Und jetzt geht es darum, dass die Regierung, oder dass das Parlament eben und nicht die Regierung, darüber verhandeln muss, was sie in diesem Gesetz wirklich drinnen haben wollen und ob es eben den Namen verdient und wirklich ein polizeiliches Staatsschutzgesetz ist oder ob wir damit wirklich einen neuen Inlandsgeheimdienst in Österreich bekommen. Zeitlich schaut es so aus, dass wir eben jetzt wahrscheinlich erst am 19.01. im Ausschuss und dann frühestens Ende Jänner im Plenum über das Gesetz beschlossen werden wird. Und das heißt, wir haben jetzt noch grob 2 Monate, knapp, um zu mobilisieren. Das Parlament hat 2 Monate, diesem Gesetz die Giftzähne zu ziehen. Und wir haben 2 Monate Zeit, um möglichst viel Druck aufzubauen, um dieses Gesetz zu verhindern oder den Verhandlern einfach möglichst viel Zeit zu geben, dass möglichst viel verbessert wird davon. Die beste Art, einen Geheimdienst zu kontrollieren, ist es, seine Gründung zu verhindern. Damit könnten wir in Österreich auch einen wirklich interessanten Präzedenzfall schaffen, finde ich, wenn wir es wirklich schaffen, dass wir nach Snowden, wo das erste Mal versucht wird, so einen Dienst neu einzuführen, wirklich seine Gründung zu verhindern. Das wäre meiner Meinung nach ein wirklich erstrebenswertes Ziel. Wir werden ziemlich sicher dafür eine Demo machen, bevor das Gesetz im Plenum beschlossen werden soll. Und dafür gibt es jetzt diese 3 Termine, die wir heute hier ankündigen, wo ihr alle bitte herzlich eingeladen seid, hier hinzukommen und mit uns diese Demo zu organisieren. Wir wollen da was Großes machen. Der AK-Vorrat hat gewisse Ressourcen, sowas auf die Beine zu stellen. Aber mit physischen Demos sind wir eigentlich immer noch Anfänger. Wir sind eher nur so im Internet gut. Und deswegen brauchen wir da sicherlich eure Hilfe. Und damit bin ich eigentlich wahrscheinlich auch schon viel über der Zeit, aber nicht zu viel. Am Ende von meinem Vortrag. Einen letzten Punkt habe ich noch, und das ist jetzt wirklich ungriffig, aber es ist notwendig. Die AK-Vorrat ist jetzt gerade nämlich dabei, Spenden einzusammeln, um 2016 weiterarbeiten zu können. Wir sind nämlich zwar ein gemeinnütziger Verein, der von Spenden lebt, aber wir haben uns nach der Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung dazu entschieden, dass das, was wir tun, nicht mehr nur in der Freizeit machbar ist. Deswegen gibt es seit Sommer 2014 eben bezahlte Mitarbeiter, ein Büro, wirklich professionelle Strukturen, die das, was wir vorher machen, wirklich Vollzeit machen. Und da brauchen wir eben Geld dafür. Wir können die Arbeit, die wir machen, nur tun, wenn wir komplett unabhängig sind. Deswegen haben wir, und darauf bin ich stolz, wir haben noch nie Geld von öffentlichen Händen angenommen. Wir haben nur einmal eine Förderung von der Internet-Privatstiftung bekommen. Das ist das Geld von den Punkt.at-Verkäufen. Der Rest sind alles Kleinspenden. Und auch aus Firmen haben wir eine Policy, die alle Firmen spenden, auf 7,5 pro Firma und 35% insgesamt von unserem Budget begrenzt. Also wir glauben dran, dass es möglich ist,
sowas dezentral zu finanzieren. Ob es funktioniert, werden wir dann so irgendwie in einem halben Jahr sehen, ob es uns dann noch gibt oder nicht, ist dann so der Benchmark. Aber wenn ihr was dafür tun wollt, dann geht auf spenden.ackervorrat.at und werdet Fördermitglied. Gut, das war's. Dank Tom für die zwei wirklich spannenden Präsentationen zu den Themen und was wären digitale Bürgerrechte ohne Katzen. Jetzt gibt es noch eine Fragerunde, bevor es dann zum informellen Teil geht, aber ich schätze mal, ihr werdet sicher noch Fragen haben. Keine? Nein. Oder? Ja, aber das ist nicht erwähnenswert. Eine Kollegin von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, und das fand ich sehr spannend, auch im Hinblick dessen, dass alle Demokratien auf der Welt ja eigentlich Verfassungsschutz haben und keinen Staatsschutz. Und dass der Staatsschutz zu Dollfuss-Zeiten existierte und dass der Staatsschutz im stalinistischen System existierte. Habt ihr die Politikerinnen einmal darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich an Dollfuss und Stalin orientieren? Im persönlichen Gespräch ja, aber noch nicht so. Also wir haben auch in unserer ersten Stellungnahme schon den Titel des Gesetzes kritisiert und die gleich in Artikel 1 befindliche grundlegende Ausrichtung. Es geht nämlich hier auch wirklich von der Zweckwidmung dieses Gesetzes her nicht mehr um den Schutz der Verfassung und ursprünglich, wenn man sich denkt, so der Staat wird geschützt. Der Staat ist eigentlich nach wenigen Verfassungen, die wir haben, doch irgendwie auch seine Grundrechte und seine rechtliche Ordnung, seine Rechtsstaatlichkeit. Das ist hier nicht mehr so. Der Staat ist im Staatsschutzgesetz so definiert als die Organe und ihre Funktionsfähigkeit. Also es ist wirklich nur noch gedacht in den Institutionen. Und es ist auch wirklich, das ganze Gesetz ist so geschrieben, dass sich der Staat hier vor etwas Äußeren schützen will. Es gibt auch ganz starre Informationspflichten. Das heißt, es müssen alle Organe, die von irgendeiner Bedrohung betroffen sein könnten, sofort informiert werden und Handlungsfähigkeit bekommen und so. Also, und am wunderschönsten hat das Gerd Polly gesagt, der ehemalige Leiter des BVTs. Böse Zungen behaupten, man hat ihn unter Schwarz-Blau abgesetzt, weil er zu links und zu intelligent sei. Und ihn mit seinem Nachfolger ersetzt. Er hat gemeint, dieses Gesetz ist geschrieben worden für Aufstandsbekämpfung. Also das sind seine Worte, nicht meine. Erst einmal danke für die großartige Arbeit, die ihr macht. Ich finde das total wichtig und ich möchte einerseits anmerken, dass diese Selbstbeschränkung auf diese 35%, die du erwähnt hast, zwar sehr löblich sind grundsätzlich, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also ich bin bei der Free Software Foundation Europe, wir sind europaweit tätig, wir haben ein einigermaßen hohes Budget und wir beschränken uns nicht, weil wir sagen, man kann auch anders unabhängig sein. Ja. Es ist nämlich so, dass uns die Firmen, und die Firmen sind Google, Red Hat und einige andere, die geben uns das Geld, weil sie gut finden, was wir machen und nicht, weil wir gut finden, was sie machen. Ja. Man muss transparent sein, keine Frage, ja, aber und dass man vom Staat in eurem Fall kein Geld annimmt, das ist absolut nachvollziehbar, aber gerade bei den Firmen würde ich mich da jetzt nicht unbedingt beschränken. Mhm. Und weil du gerade den Gerd-René Polly erwähnt hast, finde ich sehr schön, ich habe mich auch mal kurz mit ihm unterhalten bei einer Veranstaltung, und er hat zu mir was Ähnliches gesagt, weil ich habe ihn gefragt aus Interesse, wie kommt man in einen Geheimdienst hinein, und er hat auch nicht abgestritten, dass das BVT ein Geheimdienst ist, ja, und er hat mich angeschaut und gesagt, sie gar nicht, und dann habe ich gefragt, warum? Und die Antwort war, sie sind viel zu intelligent, weil sie stellen kritische Fragen. Sie wären nicht bei dieser Veranstaltung, wenn sie nicht kritische Fragen stellen würden. Und das ist in einem Geheimdienst sehr unerwünscht, ja? Weil das führt dazu, dass der Geheimdienst seine eigene Tätigkeit überdenken muss. Und das wollen diese Leute dort auch nicht. Und was ich vielleicht auch noch gern anmerken würde, im Paragraph 1 oder Artikel 1, ich bin jetzt kein Jurist, des Bundes-Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fassung von 1929 steht, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Ja? Und wenn man sich das Staatsschutzgesetz anschaut, da
dann geht eher dem Volk das Recht aus. Und das kann eigentlich nicht und Sinn und Zweck unserer Bundesverfassung sein. Den zweiten Punkt kann ich mich nur voll inhaltlich anschließen. Und beim ersten will ich nur kurz noch erklären, also wir haben diese Regelung mit den 35% und 7%, also 35% und 7,5% sind es, 35% insgesamt von unserem Jahresbudget dürfen aus privatwirtschaftlichen Quellen kommen und 7% pro Firma, das haben wir übernommen von EDRE, von unserem europäischen Dachverband. Und es ist aber trotzdem noch eine Regel, die eine Hintertür hat, wenn so eine Spende mal kommt, also wenn uns jetzt irgendeine tolle Firma, Fabersoft, keine Ahnung, wirklich mehr Geld als das geben will, könnte das unsere Generalversammlung beschließen, dass wir dann einfach sagen, okay, darüber müssen wir jetzt gemeinschaftlich entscheiden und dann machen wir das ziemlich sicher auch öffentlich und dann kann man diese Spende immer noch im Einzelfall annehmen, aber der Default ist sozusagen mal, dass du auch den Bereich einschränkst und wie gesagt, das ist alles Learning by Doing, was wir hier machen, also es ist großteils so aus dem Konsens und Bauch heraus, wie wir entscheiden. Gibt es noch eine letzte Frage? Okay, dann stelle ich sie. Wann ist denn diese Demo? Das also muss man sich erst anschauen. Wie gesagt, 27. 28. Jänner ist der wahrscheinliche Plenumstermin, wo das Ganze dann wirklich endgültig beschlossen wird. Und wahrscheinlich an dem Samstag davor, würde ich meinen. Das hängt eben auch von diesen drei Treffen ab, wenn da Menschen sagen, nein, ein anderes Datum wäre besser. Es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Wir sind da am Anfang von dem Prozess und wer in der Vergangenheit vielleicht schon so Sachen organisiert hat, ist da herzlich willkommen, sich auch einzubringen. Und dann werden wir irgendwie am Ende die Entscheidung treffen. Ja. Aber es wird auf jeden Fall dann auf akafora.at stehen und wir werden es auch twittern. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Ja. Danke, Tom. Und oh ja, genau, sorry. Danke, Andreas. Das ist übrigens der Andreas, der arbeitet auch beim Akafora, das ist cool. Wir haben da hinten. Wir haben da hinten noch Unterschriftenlisten. Wer irgendwie es bis heute verabsäumt hat, Staatsschutz.at zu unterschreiben und das auf Papier tun will, kann das da hinten machen. Wir haben auch Fördermitgliedschaftsformulare. Wer irgendwie Fördermitglied vom Akafora werden will, um der Katze da einen Gefallen zu tun, kann das auch dort tun. Und wer sich einfach nur informieren will, sowohl für die Demo-Organisation wie auch für Safety Internet, weil, das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen, wir brauchen dringend Programmierer, wir brauchen dringend Designer, wir brauchen dringend Leute, die bei Netzqualität mithelfen. Der kann sich dort auch in die Liste eintragen. Von den 4 Iterationen von Safety Internet wurden 3 hier aus Österreich programmiert. Und uns geht aber langsam wirklich die Puste aus. Wenn wir dann nochmal eine Runde mitmischen wollen, brauchen wir neues Blut und neue Leute. Das wäre sehr toll. Ja, das war's. Danke. Mein Mikro ist schon wieder... Okay, na, jetzt ist es wieder da. Ja, wir sind schon soweit. Wir sind schon soweit. Keine Sorge, ich sage nicht mehr viel. Ich wollte mich eigentlich nur noch ganz kurz bei allen 3 Vortragenden bedanken. Bei Andreas Griesch, Meral Akin-Hecke und Tom Lohninger für die wunderbaren Präsentationen heute Abend. Es gibt noch eine Wortmeldung. Man kann auch auf der Parlamentarischen Bürgerinitiative. Man kann auf der parlamentarischen Website eine Bürgerinitiative gegen das Staatsschutzgesetz unterstützen. Ich wiederhole es jetzt nur für den Livestream. Und fahre endlich, nicht endlich, sondern vielleicht für euch endlich, weil wir sitzen ja jetzt doch schon 2 Stunden zusammen, fort und möchte euch allen, möchte mich bei euch allen noch bedanken dafür, dass ihr heute da wart. Den netzpolitischen Abend wird es jetzt übrigens öfter geben. Heute war sozusagen die Auftaktveranstaltung. Kann ich dazu vielleicht noch was sagen? Vielleicht jetzt in Vertretung von Leonard, der ja leider jetzt nicht da sein kann. Nur ein paar Worte zu dieser Veranstaltung selbst. Das Ganze ist eben so ein bisschen ein Fork, ein Spin-off von dem netzpolitischen Abend in Deutschland, wie man den von dort aus kennt. Sehr niederschwellig, kurze Vorträge, guter Inhalt, hoffe ich, aber
halt hauptsächlich wirklich nur wenig Inhalt, sodass ihr jedes Thema nur so 15, 20 Minuten, da müssen wir besser werden, ich weiß, hört und dann in die Debatte gehen könnt und einfach mit Bier nochmal gemütlich zusammensitzen. Also das Ganze ist ein Community-Event, das Ganze dient der Vernetzung, sodass irgendwie die Menschen, die sich für Netzpolitik interessieren, mal überhaupt kennenlernen. Das fehlt extrem in Österreich, deswegen hat Till Kreuzer, übrigens Leonhard, auch angestoßen, diese Idee hier umzusetzen. Wir haben hier bewusst keine Organisation gegründet, es gibt keinen Verein, es gibt kein Budget, das Ganze ist total niederschwellig, das ist community-driven. Wer hier mitorganisieren will, kann das auch jederzeit machen. Das soll einfach nur jedes Monat, jeden ersten Donnerstag im Monat, immer um 20 Uhr hier im MetaLab, so ein Fixpunkt sein, um sich zu treffen. Ich sage gleich dazu, im Jänner verschiebt er sich auf den zweiten Freitag im Monat, aber ansonsten immer der erste Donnerstag. Meine Arbeit ab. Das Letzte, was ich eigentlich machen wollte, ist ankündigen, wann es denn das nächste Mal stattfindet. Und das ist am 15. Jänner. Eben ausnahmsweise einmal an einem Freitag und eben erst am zweiten Freitag. Ansonsten der erste Donnerstag pro Monat. Aber nächstes Mal 15. Jänner. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, wo es auch darum geht, euch untereinander auszutauschen und einfach gemütlich ein Bier zu trinken oder noch Fragen an die Vortragenden zu stellen. Habt Spaß. Danke.